Geben Sie sich nun vor Ihren Monitoren, iPhones, Tablets und immer weniger werdenden Röhrenflimmerkisten. Sie sehen jetzt die jährliche Ansprache der Transparenten. Die Partei der Unterbemittelten mit ihrem Vorstand, mit seiner Rede, der ausgeschlossene Häuptling an die Bürger und Innen des erlösterreichischen Volkes. Ja, welcher Vollidiot hat mir diesen Schemmel hingestellt? Aber das ist doch, damit Sie etwas größer wirken, Herr Häuptling. Oh, na gut, dann lasse ich das nochmal durchgehen. Okay, schalten Sie wieder die Kamera ein. Seien Sie gegrüßt, meine lieben Erlösterreicher und Erlösterreicherinnen. Heute saßen wir wie jeden Tag für Sie beim Stammtisch und haben nachgedacht. Und einer in unserer Runde, ein sehr cleverer Mann, der hat viele wissenschaftliche und politische Kanäle auf YouTube abonniert, um sich für Sie zu bilden, sodass er dann mir sagen kann, was zu tun ist für Sie. Ja, und dieserjenige welche sagte heute am Stammtisch, er habe Mario Rank gesehen. Gott sei Dank hat er einen Brief an uns, den Parlamentariern, gesendet. Nun denn, so will ich mich an diesem Beispiel anschließen und habe mir sofort von einem Ghostwriter einen Brief und zugleich als Rede zu verstehen, die ich hier heute euch wiedergeben werde. Oh, aber wie soll ich denn hier überhaupt anfangen, wenn das Nötigste überhaupt fehlt? Gauleiter! Das Nötigste fehlt! Das Bier! Wo? Ach da! Zum Wohl sein, liebe Österreicher und Österreicherinnen! Ja, so wird's ein Erlösterreich. Nun gut, dann werde ich jetzt nun meine Gläser aufsetzen, damit mir kein Fehler unterkommt für diese wichtige Rede. So will ich beginnen. Herzlichste Grüße an alle politischen Darsteller und Innen unseres Parlaments. Zu Anfangs dachte ich mir, dass ich diesen Brief und diese Rede an unseren Kanzler Sebastian Kurz widmen möchte. Aber schon nach wenigen Zeilen wurde es mir immer mehr bewusst, dass ich gegenüber den anderen Parteidarstellern und Innen, egal welchen Ranges und Farbe, es sehr unfair wäre, wenn ich sie da ausschließen würde. Denn alle haben es sich durch ihre Handlungsweise zum Verdienste gemacht, dass ich mich auch an die anderen und Innen mit meinen Gedanken in diesen Brief und Rede zuwende. Denn nicht nur unser Kanzler, der Kurt Sebastian, hat durch seine bisherigen Verdiensten und Handlungsweisen das alleinige Anrecht, dass ich meine Worte nun nur an ihm richten würde. Denn auch viele andere und Innen haben neben ihm am Stuhle schon viel für uns Bürger und Innen mitgebürgt. Und so lassen Sie mich nun das Wort an alle hier richten, mit meinen folgenden Zeilen hier. Ich empfinde es als meine sorgsame Pflichterfüllung,
mich an alle Politpersonen des parlamentarischen Dienstes, mich dafür zu entschuldigen, dass ich mich mit meiner Handlungsweise, als ich zu Anfangs meiner politischen Anteilnahme mittels der Beteiligung meine Stimme in einer Urne zu begraben, pflegte und auch später als fahrlässiger Nichtwähler verursacht hatte, dass ich sie alle mit der politischen Führungsaufgabe alleine gelassen habe. Um somit der Erpressung und allen mit den politischen Führungsaufgaben, jetzt habe ich doch die Zeile überlesen, seien Sie mir bitte verziehen, ich werde sie gleich wieder finden, die Zeile, wo ist die Zeile, die Zeile, ausgesetzt habe, ach ja, genau. Wir unterbrechen kurz die laufende Sendung. Wir müssen uns einiger parteifeindlichen Subjekten entledigen. Wir schalten in Kürze wieder zu. Bitte bleiben Sie dran. Das mit meiner Handlungsweise, als ich zu Anfangs meiner politischen Laufbahn und Anteilnahme mittels der Beteiligung meine Stimme in einer Urne zu begraben. Und auch später als fahrlässige Nichtwähler verursacht hatte, dass ich sie alle mit der politischen Führungsaufgabe alleine gelassen habe. Und somit der Erpressung und den daraus entstandenen Korruptionsmaßnahmen der Lobbyisten, die den Wirtschaftseliten und Innen unterstellt sind, ausgesetzt zu haben. Somit möchte ich Ihnen allen ab jetzt zusichern, dass ich meine vernachlässigte Handlungsweise, mich nicht zu beteiligen, dieser Bürgerpflichten Ihnen alle von nun an etwas von dieser Mitgestaltung in der politischen Vorgehensweise nicht mehr alleine dieser Verantwortung aussetzen werde. Mir ist eben nun durch reifliche Selbstreflexion klar geworden, dass Sie alle auch wegen Unterbesetzung, wegen Fachkräftemangel, Sie alle selbst herhalten mussten und keine notwendigen Mittel zur Verfügung haben, sich für uns das Volk der österreichischen Länder innerhalb dieser Grenzen zu den anderen europäischen Ländern mit meiner bürgerlichen Pflicht mit einbringen muss. Sodass Ihnen alle, die hier jetzt gerade die diese Verantwortung alleine handeln und einstehen müssen, also Sie alle nicht mehr weiterhin zu Ihren immensen menschlichen verantwortlichen Grenzen überschreiten werden müssen. Wie klar und wichtig meine Erkenntnis darüber zur Mitbeteiligung in Ihrem Dienstbereich wurde, erklärt sich schon allein daraus, dass wohl zu wenig Experten und Innen im Parlament tätig sind. Und daher sogar Sie alle, obwohl es vielen von Ihnen an fachlicher Kompetenz fehlt, annehmen, ja sich aufopfern mussten und daher diese Lobbyisten und Innen zu Rate ziehen mussten, die ja wie schon angemerkt Sie alle mit Ihren und Ihrer Familienleben androhen, Sie zu beseitigen, wenn Sie nicht deren Ratschläge umsetzen. Ich hoffe daher, dass Sie alle mit mir für diese Nachlässigkeit noch irgendwann vergeben können und werde es Ihnen alle zusichern, mit meiner Beteiligung, meiner politischen Pflicht in meiner Region und wenn nötig in österreichischen überregionalen Bereichen beweisen, dass Sie alle mir ab jetzt wieder vertrauen können. Sie alle nicht mehr wie früher von mir im Stich gelassen werden. Falls ich zufällig vorschnell unerwartet eines Herzinfarktes oder eines Autounfalles zu Tode kommen sollte, müssen Sie sich aber alle keine Sorgen machen.
da sie wieder mit ihrer Verantwortung alleine dastehen würden, ne? Denn ich höre mich sehr viel bei den anderen Bürgerinnen und Bürgern um. Und auch viele andere sind nun bereit, sich für diese Aufgabe mitzubeteiligen. Also auch dafür einstehen und bürgen werden. Sie alle brauchen sich ab sofort also auch keine Sorgen mehr darüber machen, dass sie von einer Gegenpartei in konkurrierender Weise verleumdet werden, um ihre hochtrabenden Ziele zu vereiteln. Da wir auch dort sicher noch einen guten Lösungsansatz finden werden, der von dem konkurrierenden Parteisystem zu einer kooperativen Waisenrat hinfinden wird. Sie brauchen sich auch keine Sorgen mehr machen, dass Sie weiterhin auf das viele Erpressergeld der privaten Wirtschaftsmächte ausgeliefert sind. Denn das Volk wird mit Vorliebe diese Konzerne, die sich in Österreich befinden, in einen staatlichen Wirtschaftskomplex gerne zurücknehmen. Damit auch diese Privatiers sich wie bisher nicht immer alleine verantwortlich den Kopf zerbrechen müssen, wie sie die Leistungen und die Qualität wie Wasserrechte, Verkehrsmittel, um nur wenige hier anzuführen, und sowohl aller Fabriken im Stand halten können. Und diese zusätzliche Freizeit haben sie sich alle verdient, die sich bald ihnen allen wohlverdienterweise ergeben werden. Wenn wir uns diese Aufgabe zusammen aufteilen werden, denn wie gesagt, die Zeiten, dass wir sie alle, die Wirtschaftstreibenden und sowohl politischen Akteure, alleine lassen, sind nun vorbei. Also sie ab nun nicht mehr alleine dieser großen Verantwortung handeln lassen werden müssen. Das verspreche ich Ihnen ehrlich, alle von ganzem Herzen. Mir ist auch zu Ohren gekommen, dass auch viele Medienbetreibende, Ärzte und Innen und andere Menschen, die im medizinischen und Universitätsbereich umtriebig sind, sich nun auch dazu anschließen wollen, ihre eigenen Fachkompetenzen zutage zu tragen, damit nicht auch weiterhin in einigen Denkfabriken oder Institutionen wie zum Beispiel der WHO oder des Robert Koch oder anderen Instituten auch da nicht ganz überfordert ihre Ratschläge weiterhin einbringen müssen. Da ja eben, wie schon erwähnt, sich nun Experten darum kümmern werden, sodass auch diese alten Bestimmungsorgane endlich zu ihrer wohlverdienten Freizeit finden können. Somit hoffe ich, dass ich Sie alle mit diesem Brief und Ansprache so weit beruhigen konnte und Sie daher wieder reinen Gewissens ruhiger des Nachts schlafen können, da Sie ab jetzt nicht mehr so überarbeitet sein werden. Da sie alle mir ja wirklich nicht gleichgültig sind und erkennt man dann doch schon, dass mir sehr wohl schon des Öfteren aufgefallen ist, dass einige von ihnen schon wegen der Aufopferung sowie Überarbeitung sehr krank aussehen. Und daher alle von Ihnen unbedingt auf Ihren therapeutischen Maßnahmen verdienterweise ein Anrecht haben werden. Denn wir alle versprechen Ihnen hoch und heilig, dass wir Ihnen nun diese Reformen bringen werden, für das Sie alle schon in den Parlamenten so viele Jahre gekämpft hatten. Ich hoffe, dass Sie alle diesen meinen Worten Vertrauen schenken mögen und nicht glauben werden, dass ich Sie nur wie schon immer in vergangenen Zeiten nur hinhalten werde und am Ende Sie alle doch wieder nur alleine so viel Arbeitszeit ohne der nötigen Fachkompetenz erbringen müssen. Ja, wirklich, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Und
Ich hoffe auf euer aller Vergebung meiner bisweiligen fahrlässigen Nichtbeteiligung Ihnen gegenüber. Bitte verzeihen Sie mir, ich werde es nie wieder tun. Nun, eine brennende Frage habe ich noch zum Schluss hier. Denn da bitte ich mir um Ihren und Ihnen aller Rat, mich auf eines noch aufzuklären. War mein Vortrag und Brief hier jetzt gerade Satire oder kann das was? Ich erbitte mir um eine Aufklärung dessen. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Hochachtungsvoll, in voller Ehrerbietung, Ihr Freund und Bruder aller österreichischen Landstriche, Roman Michael Reuder. Nun, unser Ghostwriter hat ein PS angeführt. Das hätte ich fast überlesen. PS. Diejenigen Bürger, die auch mitbürgen wollen, also sich auch zu diesem Brief und den darin enthaltenen Zeilen hier mitberufen fühlen, dürfen ihn selbst natürlich 1:1 für sich übernehmen, um ihn zu unseren Brüdern und Schwestern, die derzeit vollkommen überarbeitet diese Last in unseren Parlamenten händeln und alleine tragen müssen, zu senden. Gut, somit bedanke ich mich für aller euer und innen Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Sie nun getrost zuversichert sind, nicht mehr alleine dastehen zu müssen. Wir sind für euch da, denn wir sind das Volk. Gehaben Sie sich wohl. Zum Abschluss möchte ich euch noch mitteilen, dass ich den ganzen Text, den der Herr Landeshauptmann hier von Salzburg euch vorgetragen hat, ich in der Videobeschreibung unten eingefügt habe, sodass auch die anderen, die dieser salzburgerischen Sprache nicht mächtig sind, es nachlesen können. Ich werde diesen Brief ernsthaft an das Parlament schicken. So sollen Sie entscheiden, ob sie weiterhin in ihren satirischen Handlungsweisen weiterverfolgen wollen oder ob sie sich nun doch schlussendlich mal uns, dem Volk von Österreich, zuwenden wollen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und vielleicht sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge von CryptoTV.